Heute ist ein wahrlich schöner Tag. Ich esse heute Produkte von Promis und Influencern. Posing! Mir ist aufgefallen, sehr viele Leute begeben sich zurzeit in die Lebensmittelindustrie. Ja, sogar Menschen aus den klassischen Medien, die sich gerne mal lustig machen über Influencer, die das schon jahrelang machen. Das ist eine sehr interessante Entwicklung für mich. So viel sage ich dazu. Wir haben hier sehr viel. Ich muss sagen, ich habe noch nichts davon jemals probiert, außer die Jokolade in einer anderen Geschmacksrichtung. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Influencer-Produkte oder anscheinend auch Produkte von Menschen des öffentlichen Lebens ich noch testen soll. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um euren Wunsch nicht zu verpassen. Wir sind hier auch ein bisschen international, wirklich nur ein bisschen. Das ist das Einzige, was ich habe von einem internationalen YouTuber diesmal. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der Gangsterella. Habe ich in Thunfisch gekauft mit Joghurtsoße und Creme Fraiche. Oh. Also ich muss erstmal dazu sagen, diese Packung ist absolut wunderschön. Die sticht auch voll raus. Ich habe die im Rewe gekauft. Mit Capital Bras Gesicht drauf. Eine Special Edition. Bra macht die Pizza. Macht einen auf Crunchy, ist innen aber Baba Soft. Bel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 egt. Mit extra saftigen Thunfisch, roten Zwiebeln und Cherry Tomaten. Bel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 
Nee. Muss nicht sein. Ich habe auf jeden Fall jetzt Lust auf was Süßes bekommen zu meinem Kaffee als Dessert und würde mal mit dem Keksteig weitermachen. Von Victoria Sarina. Ich war ein bisschen geschockt, weil das ist Pulver. Komischerweise dachte ich irgendwie, das ist schon fertig. Die Zutaten als erstes direkt Weizenmehl und dann Zucker. Gut, es ist Keksteig, ne? Also. Es ist ein Magic Rainbow Mix zusammen mit einer Firma namens Spooning. Circa ein gehäufter Esslöffel Margarine und 30 Milliliter Wasser hinzufügen. Ich bereite das mal kurz zu. Ich habe das Ganze auf Amazon bestellt und hat ein so ein Becher 6,99 € gekostet. Aus Forschungszwecken mache ich das da jetzt wieder rein. Es sieht nicht sehr appetitlich aus, würde ich mir mal anmaßen zu sagen. Ich meine, wir alle wissen, dass wir als Kinder auf so eine Scheiße gestanden haben. Ja, das sage ich ja gar nicht, aber es ist ein bisschen Verbrechen. Das Ding hat halt 395 Kalorien pro 100 Gramm. Ja, das ist einfach mal so eine ganze Mahlzeit, die man sich hier reindonnert mit gar keinen guten Werten irgendwie. Aber cheers. Es schmeckt absolut widerlich. Das ist, also es schmeckt genau danach, was hier eigentlich drin steht, was drin ist. Nach Weizenmehl, Zucker, 7% saures Zuckerdekor. Das müsst ihr euch vorstellen, das schmeckt ein bisschen wie diese Bitzelteile oben auf dem Kaktuseis, was eine strange Mischung ist. Und dann sind eigentlich auch nur noch Farbstoffe drin. Und genau so schmeckt das auch. Ich verzichte einfach mal dankend drauf. Ohne Witz, das ist echt ekelhaft. Also ich würde das auf gar keinen Fall meinem Kind geben, ehrlich gesagt. Also auf und wirklich unter keinen Umständen. Bah! Ich brauche auf jeden Fall was, was mich ein bisschen wieder... Naja, was meine Laune etwas hebt. Und ich weiß, das ist der absolute Kandidat dafür, weil ich es schon mal probiert habe. Ich wollte es aber trotzdem ins Video mit reinnehmen, weil ich es sehr, sehr gut finde. Vor allem, dieses Produkt ist genau das, was ich immer von Storytelling laber. Ja? Hier wird sich nämlich für Kakaobohnen eingesetzt. Nicht für die Kakaobohnen, aber für die Bauer, die diese ernten. Da fallen Stichpunkte wie moderne Sklaverei, Kinderarbeit. Diese Schokolade geht mit gutem Beispiel voraus, das nicht zu unterstützen und darauf aufmerksam zu machen. Natürlich ist es in der Vergangenheit in diesen Videos auch schon mal vorgekommen, dass irgendwie Greenwashing etc. aufgedeckt worden ist. Deswegen würde ich mich natürlich immer über eure Fact-Checks in den Kommentaren freuen. Was mein Herz sehr berührt, ist, dass da Kunst drin ist. Hier steht Kunst Inside. Ich habe hier die Nummer 4. Das ist dunkle Schokolade mit Birne, Brownie und karamellisierten Mandeln. Ich muss sagen, die hören sich auch alle richtig, richtig lecker an, die Sorten. Ich hatte die Nummer 2 schon probiert, glaube ich, mit weißer Schokolade. Die war auch einfach mucho gusto nach meinem Geschmack. Deswegen bin ich sehr gespannt auf diese Sorte. Ui, also wirklich, muss sagen, wunderschön bedruckt auch. Ich bin richtig begeistert. Vor allem dieses Kunst Inside Detail lässt einfach mein Herz aufgehen. Lecker schmecker. Man schmeckt, dass die Bohnen unter Fernbedingungen geerntet worden sind. Ich finde es auch sehr gut, wenn immer ein bisschen was Besonderes gemacht wird. Ne? Und bei der Schokolade, besser gesagt bei der Jokolade, ist es so, dass einfach die Geschmacksrichtungen sehr besonders sind. Und die gibt es so halt noch nicht einfach im Supermarkt, würde ich jetzt mal behaupten. 2,79 €. Das scheint mir ein sehr, sehr, sehr durchschnittlicher Preis zu sein, dafür, dass es fair produziert ist. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, es war auf jeden Fall wieder ein Upper. I love this. Wirklich, das ist sehr, sehr nice. Okay, das nächste Ding ist, glaube ich, was... Ich glaube, es gibt nichts, auf was ich gerade weniger Bock hätte. Aber das soll ja nichts heißen. Gamers Only Performance Drink von Montana Black. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Gym Booster, nur quasi Gamer Edition. Ich habe jetzt den Geschmack Red Funky Melon genommen. Man kriegt dadurch Focus, Energy, Coolness and Endurance, dass man auch die ganze
ganze Nacht durchzocken kann, wenn man sich dazu entscheidet. Also das sind 5 Gramm Pulver und es ist tatsächlich die empfohlene Verzehrmenge, die nicht überschritten werden darf, weil wahrscheinlich eine ordentliche Menge Koffein drin ist. Darunter steht auch noch Pentotensäure, trägt zu einer normalen geistigen Leistungsfähigkeit bei. Damit auch du eine normale geistige Leistungsfähigkeit hast. Ice cold water. Ja, riecht nicht schlecht, muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, was für einen krassen Effekt das jetzt hat. Ich glaube, das ist eher das Koffein, das sich dann hyperactive macht. Ich bin auch gespannt, was mit mir passiert. Ich weiß nicht, ich habe einen Kaffee schon getrunken, nicht, dass mich das jetzt absolut wegballert, aber gut. Ich glaube, Monte will einen auch wegballern. Das ist ein ziemlich pretty Getränk. Well, cheers! Schmeckt nach Kiosk-Kaugummi. Ja, halt Energy-Drink ohne Kohlensäure. Wenn er, glaube ich, das hier, diese Geschmacksrichtung in einer Dose mit so Kohlensäure drin verkaufen würde, wäre das, glaube ich, eher was für mich. Professional Verkoster. Umso mehr ich es taste, umso leckerer ist Red Funky Watermelon. Es ist echt, schmeckt echt funky. Well, well, well. Also, es schmeckt nach einer pappigen Energy-Blöre. Muss nicht sein, muss nicht unbedingt sein. Hui, ich habe was Schönes gebacken, Leute. So was ein Sallys Tortenwelt nicht alles inspiriert. Ich habe das Ding zubereitet, geknetet, in den Thermomix getan. Gott sei Dank habe ich so einen scheiß Thermomix. Ey, aufgeschmissen gewesen ohne das Ding, ganz ehrlich. Hab die Kacke in den Ofen gepackt und zack, freshes Brot. Und ich glaube, viele von euch wissen, wie sehr ich Brot verehre. Das ist mein Ding. Gutes Dinkelbrot. Wow. Dazu muss ich leider sagen, da stand, man soll das einfach aufs Backblech. Backblech. What the fuck? Backblech packen. Und jetzt ist es halt alles so am Boden festgedingst. Wenn man mir keine genauen Anweisungen gibt, verkacke ich einfach, okay? Aber, oh mein Gott, wunderschön. Ich habe ja noch nie ein Brot gebacken, glaube ich. Was eine Schande ist bei meiner Backwaren-Obsession. Und das war sehr, sehr einfach. Ich habe eigentlich nur Trockenhefe und Wasser hinzugegeben, habe das gebacken und dann so, boom, Brot. Aber es geht ja hier um den Taste-Test und im Schmecken bin ich im Gegensatz zum Zubereiten ein Profi. Was soll ich sagen? Es ist ein Träumchen. Ich kann es kaum fassen. Es ist so intens, dass ich schon wieder pisst bin deswegen. Und ich finde es irgendwie schade, dass sie nicht so Fertigkuchen, Fertigback waren. Vielleicht ist es auch unter ihrer Würde, ich weiß nicht, weil ihr ganzes Konzept ist ja eigentlich, dass man es selber backen soll. Aber ich hätte ja Lust auf so ein Sally x Kelly Muffin oder Cupcake Special, wo man einfach so fertig Muffins verkauft. Oh. Oh, dieses feinste Brotaroma. Mm, es ist wirklich sehr lecker, das Brot. Oh, fuck my life. Aber lecker ist mal leicht zu machen. Was soll ich noch dazu sagen? Scheiße, Mann, die Frau ist perfekt. Kommen wir zum letzten Produkt. Soll man ihn mittlerweile Influencer oder Promi nennen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe hier den Wodka von Sido namens Kaboom. Diese Packung, super fancy, reinster, naturbelassener Wodka. Außergewöhnlich im Geschmack, 100% natürlich. Ein Statement nachhaltiger, destillierter Kunst. Hier wird von Kunst gesprochen, das macht mich auch sehr neugierig. Ja, und hier haben wir wieder das gute Storytelling. Ein Kaboom. Schade, dass ich Wodka wirklich nur aus Moskau Mule in schlechten Clubs kenne. Vergesst schon fast, dass ich mir gleich wirklich Wodka in die Birne kipp und zwar pur. Kaboom. Hatte einen stolzen Preis von 67,14 Euro plus 13,10 Euro Versand und 15,25 Euro Mehrwertsteuer war ich dann gesamt bei 95,94 Euro. Was auf jeden Fall schon eine höhere Price-Range ist, aber wenn er tatsächlich so qualitativ hochwertig ist, wie er beschrieben wird, es hat natürlich seinen Preis. Also ganz ehrlich, das ist schon fast wie so ein Stück Deko, das man sich irgendwie in sein Alkoholregal stellt.
Also normalerweise kann ich an eine Wodka nicht so intensiv riechen. Riecht sehr mild. Ich würde den auf jeden Fall erstmal so probieren. Ich hoffe, ich begehe keine Schandtat damit, dass ich da Eiswürfel reingemacht habe und es irgendwie verdünne oder so. Okay. Ihr seht, ich habe kein Gesicht verzogen. Kaum zumindest, glaube ich. Es fühlt sich gar nicht so, wie sich Wodka eigentlich anfühlt an. Tatsächlich sehr zart und aromatisch und würzig. Und es ist nicht schwer, das pur zu trinken, ne? Okay, der zweite Schluck ist schon ein bisschen stärker. Ey, aber es schmeckt echt sehr, sehr gut. Also so gut, wie Wodka schmecken kann, würde ich jetzt mal sagen. Die liegt irgendwie auch so geil in der Hand. Das riecht so fancy. Und einfach auch ungefähr die Größe wie eine meiner Brüste. Wieso auch immer ich den Vergleich gerade machen musste. Ist jetzt aber nicht so sicher, ob das den Preis gerechtfertigt. Ich glaube, auf den Preis kommt auf jeden Fall noch Sidos Name oben auf, sagen wir es mal so. Der Geschmack, die Story, das Aussehen, der Geruch. Ich würde auf jeden Fall meinen Freunden davon erzählen, glaube ich, wenn ich den so random irgendwo trinken würde. Das schmeckt schon sehr gut. Da kommt mir gerade wirklich ein perverser Gedanke zum Schluss. Das ist geil. Danke fürs Zugucken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir in die Kommentare zu schreiben, was ich ausprobieren soll, damit ihr es nicht tun müsst. Und dann sehen wir uns auch an einem anderen Video, Dienstag 18 Uhr. Ich freue mich auf euch und ich hoffe, ihr freut euch auch auf mich. Tschüss.